Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 1.5.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir diesen da. Also wir gucken jetzt auch gleich wieder auf unser aktuelles Voting. Da sehen wir, wow, 1941 lieben das. 2643, 48 jetzt sagen, ja, es ist okay. Und 6179 hassen den Shop aktuell. Also können den überhaupt, mögen den überhaupt nicht. Also gucken wir mal einfach rein. Jo, wir haben heute wieder den Star-Lord, die Guardians Axe und die Milano. Ich würde mal sagen, wir klicken die jetzt einfach mal durch, ob sich da was geändert hat. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich die bewertet habe, dann schaut einfach jetzt oben rechts in die Ecke. Da habe ich das Video von gestern verlinkt und auch hier diesen Tanz mit allen möglichen, das Tanzduell mit allen möglichen Skins aus. Herrn Sofort Spinnt ist auch oben rechts verlinkt. Einfach in die Ecke schauen. Beide Videos sollten jetzt da drin sein. So, dann gucken wir doch einfach mal, wie sieht es denn aktuell hier aus mit den Noten. Also wir gehen rein, wir schauen uns den Star-Lord an. Da hat sich die Note minimal verändert. Hier haben wir 3,81 von 5 bei 26 Votes. 3 Reminders. So, dann haben wir die Guardian X und hier haben wir 4,6 von 5 bei 10 Votes. 3 Reminders. Dann haben wir diesen Milano-Gleiter und das ist schon ziemlich crazy. 4,87 von 5 bei 15 Votes, einen einzigen Reminder. Oh, das war das Falsche. Ich klicke wieder die falschen Sachen weg. So, und dann haben wir den Dance-Off und der ist auch mega beliebt hier. Wie gesagt, mit dem kompletten Spind von Herrn Sofort mal durchgespielt hier. Dance Off 4,76 von 5. 3 Reminders. Hammer der Teil. So, dann sind wir jetzt hier auch schon durch. Dann geht es zu den täglichen Items von heute. Da haben wir den Schnüffler. Und hier oben hat er die Nase so ein bisschen getaped hier. Da hinten diese alte Kamera. Classified. Eine Zeitung zusammengerollt drin. Hier dieses, das Licht blinkt ein wenig. Das Ding sieht schon ziemlich nice aus. Wanted ist da unten drin. Also, ich finde den ganz okay. Er ist jetzt nicht der Oberknaller, aber 6 von 10 kriegt der Schnüffler von mir. So, schauen wir mal in die Note rein. Was haben wir denn da momentan? Wir haben hier 3,6 von 5 bei 10 Votes. Am 2. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 mal 26 Reminders. Dann haben wir den Voyager. Das ist ein ganz normaler Standardgleiter, den ich ziemlich schlecht finde. Er kriegt von mir auch nur einen von 10 Voyager. Also finde ich ziemlich übel. Für 800 V-Bucks das Teil. Haben wir hier 3,08 von 5 bei 13 Votes. Am 27. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 17 Mal schon. Und seitdem 12 Reminders. So. Dann haben wir diese Messhacke. Und ja, die finde ich jetzt auch nicht so interessant, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie sich das anhört, der Teil. Für 500 V-Bucks kriegt von mir 6 von 10. Das ist der Kaliper. Ist allerdings relativ beliebt bei euch, so wie es aussieht. 4,1 von 5 bei 21 Votes am 5. August 2018 ist erstmal drin gewesen. Seitdem 8 Mal. 34, wieder das falsche weggeklickt. 8 Mal. So. Dann haben wir Lama Kadabra. Und das Ding finde ich mega kultig. Lama Kadabra ist wirklich mega nice. Finde ich sehr schön anzusehen. Herr Sofort hat ihn sich auch geholt. Für 800 V-Bucks Lama Kadabra. Und der Teil kriegt von mir 9 von 10 von 10 sogar. 10 von 10 gebe ich dem Lama Kadabra. Gucken wir mal hier. 3,39 von 5 bei 28 Votes am 17. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem
6x35 Reminders haben wir dafür. So, dann sind wir beim Bullseye. Ist ja ein absolut beliebter Schwitzerskin. Ich finde den jetzt nicht so knüllermäßig. Vor allem, wenn man da, naja gut, okay, da schießt man vielleicht am Headshot vorbei, wenn man da auf dieses Bullseye schießt. Ja, ins Schwarze kriegt von mir 5 von... Ich weiß, ihr hasst mich dafür, wenn ich jetzt dem Bullseye schlechte Noten gebe, aber ich finde ihn jetzt nicht so... Ich gebe 5 von 10. So, dann haben wir hier 4,6 von 5 bei 65 Votes am 7. November 2018 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 497 Reminders. Und das ist richtig crazy. Für 800 V-Bucks der Bullseye. Dann haben wir noch diesen Erderschütterer. Den habe ich mir selber geholt. Finde ich ziemlich cool, das Teil. Ich mache ihn gerade nochmal. Für 200 V-Bucks das Ding hier. Ja. Kriegt von mir 9 von 10, finde ich echt nice. Das ist der Ground Pound und hat hier momentan 3,44 von 5 bei 16 Votes. Am 5. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen, seitdem 4x 32 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem Herrn gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.